Ihr geht ins Studio, ihr habt überhaupt keinen Bock zum Trainieren, ihr seid lustlos. Wenn ihr mal nicht im Studio wart, dann habt ihr ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, ihr fühlt euch schlecht, ihr habt Angst, alles zu verlieren. Jetzt kommt's. So langsam, aber sicher entwickelt sich dein Training zur sogenannten Zwangshandlung. Du gehst zwar ins Studio, du hast aber überhaupt keinen Spaß mehr an dem, was du tust. Du hast am Anfang einen Erfolg gehabt, einen schnellen Erfolg gehabt. Irgendwann bleibt der Erfolg aus und du gehst natürlich noch häufiger ins Studio, weil du natürlich jetzt versuchst, dein Ergebnis zu erzwingen. Sobald du mal einen Tag lang nicht im Fitnessstudio warst, fühlst du dich sehr, sehr, sehr bescheiden. Du denkst, dir geht alles verloren, du hast ein schlechtes Gewissen, du nervst dich selber, du nervst dein Umfeld, du bist ungenießbar. Jetzt bist du in einer sogenannten Zwangshandlung. Das heißt, du hast keinen Spaß mehr an, du musst dich dazu zwingen, es zu tun. Ansonsten fühlst du dich bescheiden, ansonsten fühlst du dich unwohl. So, und jetzt bist du genau dort gelandet, wo du nicht landen solltest. Wenn du bei einer Zwangshandlung bist, dann ist es nicht mehr das, was der Fitnesssport oder was draußen das Laufen bringt, das Fahrradfahren, was immer auch du im Bereich Sport leidenschaftlich tust, sollst du immer dann dran denken, dass der Spaßfaktor nicht zu kurz kommt. Und wenn du diese Faktoren feststellst, dass du überhaupt keinen Bock mehr hast zum Training, dass du immer müde bist, leer bist, dass du dich schlecht fühlst, wenn du mir nicht zum Training gehst, dass du morgens fix und fertig bist, total am Ende, aber nein, du musst unbedingt ins Fitnessstudio, dann bist du in einer Zwangshandlung. Dann solltest du gucken, dass du da wieder rauskommst. Weil das ist nicht das, was du eigentlich möchtest. Das ist nicht das Ziel, was du verfolgen solltest. Du solltest einen Riesenspaß haben, wenn du deinen Fitness-Lifestyle verfolgst. Wichtig ist, auch mal mit gutem Gewissen nichts zu tun, ist es wichtig, dass du es richtig bewertest. Wenn du es falsch bewertest, wenn du sagst, oh, mir fehlt das Training und jetzt könnte vielleicht sein, dass ich mein Ziel nicht erreiche, dann bist du auf dem falschen Weg, sondern du musst es anders ankern. Heute nehme ich mir frei, heute mache ich nichts. Warum? Ich muss mich regenerieren, damit ich beim nächsten Mal, wenn ich das nächste Mal ins Training gehe, eine höhere Leistung bringen kann, damit ich mein Ziel erreiche, brauche ich Pausen, brauche ich Entspannung. Das muss ich mir bewusst werden. Und deswegen ist manchmal alles nur eine Frage der Bewertung. Wenn ich es richtig bewerte, ist ein Urlaub verdammt gut im Bereich Fitness. Wenn ich es schlecht bewerte, oh, 14 Tage kein Sport, oh, 14 Tage kann ich nicht essen, was ich möchte, oh, dann läuft es genau in die falsche Richtung. Wenn du was tust, tu es entspannt, entspannt siegen. Setz dich nicht zu stark unter Druck. Du lebst nicht vom Fitness-Lifestyle. Du musst damit nicht dein Geld verdienen. Also entspann dich, bleib locker. Alles nur eine Frage der Bewertung, liebe Freunde. Männlich wie weiblich, over 50. Keine Zwangshandlung. Das, was ihr tut, muss Spaß machen. Und wenn ihr eine Pause braucht, dann legt die Pause ein, seid entspannt, denn eins ist sicher. Wenn du stetig an deinem Ziel dosiert arbeitest, wenn du Rücksicht auf dein Biofeedback nimmst, wenn du auf deine Körpersprache achtest, auf deine Körpersignale, wirst du definitiv früher oder später an dein Ziel kommen. Wenn du aber eine Zwangshandlung daraus machst, garantiere ich dir, dass du daran scheitern wirst. Deswegen, Freunde, over 50, Finger weg von Zwangshandlungen. Das war's schon wieder. Kurz, knapp und intensiv. Von Mr. T aus Karlsruhe, bekannt auch als Personal Trainer aus Karlsruhe. Eure Fitness, meine Aufgabe.